So, meine Freunde, Servus und herzlich willkommen zu Tropico 6. Zuallererst muss ich mich mal aufrichtig entschuldigen, dass ich euch kein Content bringen konnte zu Tropico, weil ihr wisst es wahrscheinlich aus dem Video, ich habe mir einen neuen PC zusammengeschustert und das hat ein bisschen gedauert. Und zu Tropico 6 kam ich einfach nicht, auch wenn das Spiel mega geil ist, aber wir waren letztens stehen geblieben mit den 50% Armut unter der UdSSR. Die haben wir erreicht. Mal schauen, wie es weitergeht. Präsidente, die Partei sagt mir, dass Gerechtigkeit nur dann möglich ist, wenn alle Menschen gleichermaßen unglücklich sind. Habe ich irgendetwas verpasst? Was? Was? Drei... What? Dann reißen wir sie halt ab, wenn ihr das so wollt. Häuser, wo haben wir denn Häuser? Baracken? Ach, das sind Landhäuser. Muss ich die auch abreißen? Ja. Stinknormale Häuser, oder wie? Hä? Habe ich doch keine. Mal kurz schauen, Moment. Ach, die. Habe ich doch keine. Hä? Wo soll ich die haben? Ach, da ist eins. Ach da. Ihr wollt mich doch alles verarschen hier. Okay. Da haben wir keine Häuser. Da. Stopp. Und nur?
Ich sehe es keins mehr. Ihr Leute? Ach da. Eins fehlt noch. Ich sehe keins. Mich was in den Augen? Ja, meinetwegen. Taverne. Ach da! Das habe ich auch gesehen. Die Luxusvillen sind zerstört, Präsidente. Gut, gut, die Partei hat recht. Aber was ist bloß los mit dieser Welt? Haben Sie Genossin Kuznetsov gesehen, Präsidente? Wir sollten uns hier wegen eines Gegenplans treffen, aber sie ist nicht da. Okay. Mietkasernen bauen, das kann man natürlich machen. Wo haben wir denn einen Mietüberschuss? Anno. So. Die Behausungen sind gebaut. Bezüglich Genossin Kuznetsov, sie hat die Kontrolle verloren, Präsidente. Ich weiß, dass sie ein Geheimnis hat. Ich wüsste nur zu gerne, was es ist. Ich auch, Moreno. Präsidente, die Partei hat das perfekte kommunistische Fahrzeug entwickelt. Es ist in diversen stilvollen Bestönen erhältlich. Das klingt nach dem Trabi. Parkdeck und Autos für alle. Ich glaube, das lässt sich machen. Die Arme. Und ein Parkdeck will er haben. Vier Stück. Parkdeck. So. Genosse Präsidente, die Arbeiter dürfen jetzt fahren, wohin sie wollen.
mit 12 Kilometern pro Stunde. Sie werden nicht weit kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Will ich auch nicht, da bin ich zu Fuß schneller. Ich habe mit General Rodriguez gekämpft, Präsident. Ich habe ihm eine blutige Nase verpasst und damit seine hübsche Uniform ruiniert. Auch wenn Rot durchaus passend ist. Hey, Präsident! Entschuldigen Sie, dass mein übliches Lächeln auf dem Kopf steht. Ich bin heute Rainy Flowers. Bei dem ganzen Smog in der Luft hätte ich mich beinahe verlaufen. Okay, Sie kennen wir ja aus Tropico 4, Sunny Flowers, die das Radioprogramm moderiert hat mit Penultimo. Eine Müllhalde soll man bauen. Wir bekommen einen botanischen Garten. Das werden wir dann auch tun. Der Broker? Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Nee. Noch nicht. Ja, wen loben wir dann? So. Kommandogarnison, wo haben wir die denn? Hier. Weg. Der Kommissar war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, aber nicht im unbewaffneten Kampf. Faust plus Gesicht, gleich keine Partei mehr. Okay, ist er doch noch da. Präsident, es ist soweit. Der Spitzel hat letzte Nacht zugeschlagen und den Parteikommissar ausgeschaltet. Okay, also wir brauchen noch ein Mediengebäude. Ich vermisse zwar meine Kommandotruppe, aber die neuen Spione sind ganz gut. Sehen Sie sie? Nein? Naja, sie sind nicht ihr, aber sie sind gut. Kennt man auch aus Tropico 4? Also wir brauchen ein Mediengebäude. Ich glaube, da ist noch eine Zeitung nicht schlecht. Man zufällig eine Verordnung. Arbeit ist ha. Lass mal. Okay, noch eine Zeitung könnte man, glaube ich, bauen. Inforaster Freiheit. Okay. Müssen wir die Freiheitszufriedenheit erhöhen.
brauchen wir es auch noch. Bauen wir schön in unseren Hafen. So. Menschenmengen fanden sich heute zusammen, um die Busto de la Libertad mit ihrer berühmten Eiswaffel an der sonnigen Küste Tropicos zu begrüßen. Was braucht man denn noch? Glaube, mach ich, muss ich da nochmal an. Ja, müsste ich den Palast wieder demilitarisieren. So. Ah, das Gefängnis auch noch. Reißen bitte. Haben wir denn was in der Verfassung? Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Option. So. Dann haben wir das schon mal. Ja, besonders effektiv bei Kindern und Pensionären. Rum. Passt. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz schauen, was denn wir The World of Time sagt. Wir haben noch ein bisschen. Ja, dann können wir noch ein bisschen hier unsere Stadt jetzt wieder aufbauen. Kann man nicht bauen. Fuck. Thank you.
Mal schauen, was wir noch haben für die Freiheit. Stimmt, müssen wir auch noch bauen. Mal hier hin. Bitte pausen. Danke für die Müllhalde, Präsidente. Ich schätze, man kann dort wenigstens etwas Realität erleben. Allerdings. Danke. AKW, nö. Ich will jetzt kein Atomkraftwerk. Freiheitszufriedenheit. Was sagt denn die Freiheit aktuell? Sowas wie eine Polizei wäre gut. Polizeiwache. So. Greift die Sicherheit denn schon? Sicherheit? Ja, es geht. Da passt es in Forschung. Okay. Ja, müssen wir Stück für Stück erhöhen, aber die Hauptquest haben wir schon mal gelöst. Das ist ja schon mal mega nice. Jetzt möchte ich mal ganz kurz in den gibt es denn hier was zum Thema Schule, Allgemeinbildung? Oh shit. Okay, ja, da müssen wir noch einiges erforschen. So. Jetzt können wir es langsam wieder hochdrehen. So. So. Der ganze Glaube ist im Arsch. Holy shit. Dann drauf mal. Nochmal Freiheit. Medien.
Dann müsst ihr vielleicht hier noch Netzhaltung rein. Dann wird man auch alles großflächig abgedeckt kriegen. Sie Ihren Wecker, Präsidente, denn die Ökogefahr schläft nie. Die Meere sind vergiftet und der Himmel ist voller Löcher. Hurra! Wir müssen Käse herstellen. Okay, machen wir. Käse. Da braucht man eine Käserei oder eine Käsefabrik oder irgend sowas. Waffen, Schokolade mit Molkerei, da haben wir es ja. Die werde ich dann gleich bauen, aber das brauche ich erstmal ein paar Farmen. Farmen. Es ist die Zeit eigentlich rum, aber das ist mir jetzt scheißegal. Bauen ist es noch kurz. Sonst kann ich hier nichts mehr setzen. Hier könnte ich es bauen, aber das bringt mir gar nichts. Geil. Ich das vermisst habe, diese Musik. Dann kann man die... Molkerei direkt setzen. Verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein. Ja, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Also bis bald. Euer Sack.